Dann wurde Anna 13, außer nichts waren dumme Sprüche dabei. Schulofenseleien und man wird die mal wohl noch einen Spaß machen dürfen, das hätte ihr nichts ausmachen dürfen, tat es halt trotzdem. Am Schluss hat ihr nichts geholfen, niemand geholfen und sie sich ein anderes Mittel als letzte Lösung besorgt. Anna, 17 Jahre, setzt sich an den Tisch. Das Glas neben sich und beginnt zu schreiben, eine letzte wichtige Nachricht aufzuschreiben. Einmal noch das sagen, bevor sie endlich mit allem aufhört. Ein letztes Versprechen, bevor endlich Schluss ist mit allem. Schluss ist ihr letzter Ausweg, Szenenwechsel. So klingt es, wenn junge Menschen über ihre eigene Spiritualität nachdenken. Unverblümt und wortgewaltig erzählen die Poeten über Freunde, die Kunst, sich selbst zu lieben oder darüber, wie dekadent man einen Sommer auf Sylt verbringen kann. Holy shit, was ist dir heilig? Das ist das Motto des Poetry Slams in der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München. Es war tatsächlich sehr interessant, das Thema zu suchen, weil das Thema am Anfang ein viel größeres war, als es dann am Ende geworden ist, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich die Sachen, die einem persönlich heilig sind, viel kleiner sind oft, als man denkt. Also der Text kam so aus einer Idee von der Exerzitienzeit, wo ich so im Schweigen war, eine Woche, und dann kam so ein Satz, der mich da begleitet hat, und ich dachte, ach, da schreibst du doch mal einen Text dazu, und dann kam so eins zum anderen, ja. Ich hatte eine Intuition, worüber ich diesen Text schreiben möchte. Ich wollte, dass er um Selbstliebe geht und wieso es okay ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, und musste mir dann überlegen, was das eigentlich mit dem Thema heilig zu tun hat. Und das ist auch mal ein ganz spannender Weg, an das Thema ranzugehen für mich. Nach zwei Runden, in denen das Publikum durch Klatschen den besten Wortkünstler kürt, steht der Sieger fest. Maike Harms aus München gewinnt mit ihrem Text Verpflichtende Freiheit. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt, weil sie in den falschen Händen nicht wirklich etwas zählt. Trotz Handlungsfreiheit kannst du nicht tun und lassen, was du willst, auch nicht, wenn du in der ersten Klasse spielst. Denn nur weil man dort mehr Beinfreiheit kriegt, darf man nicht nach allem treten, was unter einem liegt. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, alle zu diskriminieren und zu hassen, die anders sind als du und so nicht in dein Weltbild passen. Und jede künstlich aufgebauschte Sensation ist für die Pressefreiheit blanker Hohn. Gewinnen ist beim Poetry Slam schön, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, ziemlich olympisch dabei zu sein, die Texte vortragen zu dürfen, von einem Publikum gehört zu bekommen. Schön ist es natürlich, wenn man im Finale ist und zwei Texte machen darf. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach das Event an sich. Aber nicht nur die jungen Künstler setzen sich mit ihrer eigenen Spiritualität auseinander. Durch die Texte regen sie auch das Publikum an, über den Glauben nachzudenken. Oh, da waren viele super tolle Texte, die wohl natürlich in Gedanken bleiben und wo man dann auch drüber nachdenkt. War wirklich so cool. Also das war jetzt nicht mein erster Poetry Slam. Ich war schon auf einigen und habe auch den einen oder anderen Slammer vorher schon mal gesehen. Ich fand es mega gut, da waren echt super gute Texte dabei auch vor allem. Und hat sehr variiert von sehr intensiven Texten zu sehr lustig, also war sehr vielfältig auf jeden Fall. Also manche Sachen haben auch was mit einem persönlich zu tun und es schwirrt mir bestimmt nur im Kopf rum, wenn ich jetzt nach Hause fahre. Die Kombination Kirchenraum und Poetry Slam ist bisher noch ziemlich unerprobt. Das katholische Medienhaus St. Michaelsbund als Veranstalter wollte bewusst neue Wege gehen. Weil wir im Monat der Spiritualität, im Monat November, Zeiten und Räume schaffen wollen, damit Menschen über die wirklich relevanten Dinge des Lebens nachdenken können und auch die Plattform nutzen, diese zu äußern. Und diese scheinbaren Gegensätze Kirche und Poetry Slam zusammenzubringen, für junge Leute, ganz bewusst für junge Leute, wollten wir auch gerade junge Leute gewinnen, die jetzt der Kirche nicht so nahe stehen, was die wohl für Themen hier auf die Bühne bringen. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Von Texten mit Witz und Humor bis hin zu ernsthaften Darbietungen, die zum Nachdenken anregen. Der Abend hat gezeigt, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, ist auf viele verschiedene Arten möglich.